Buddy joined your channel. So, da bin ich fertig. Ja. Yep. Okay. Also nicht unbedingt fertig, nur meine Facecam disconnected und ich wollte jetzt einfach erstmal aufhören. Ja. Okidoki. Und du bist immer noch am Stream, wie ich sehe? Mhm. Ja, der hat hier so ziemlich viele Generäle an dieser Stelle. Das ist, glaube ich, jetzt. Also ich habe zwei Gegner, die beide dieselbe Farbe haben und ich glaube, das ist jetzt der andere Gegner. Okay. Und ich habe da jetzt versucht schon mit, keine Ahnung, 8 Generälen insgesamt. Also es sind mehrere Angriffe gewesen, hier anzugreifen. Hm. Und er hat alle Angriffe verteidigt. Deswegen baue ich jetzt hier ein Katapult. Okay, so als letzte Maßnahme. Ja, also ich habe keine Lust, so viele Generäle da einfach zu opfern. Deswegen gucke ich mal, wie viel er da so hat. Wie lange er da aushalten kann. Mhm. Aber das hat bis ewig gedauert. Achso, ist eingenommen. Hm? Ich habe ich habe mich gerade gewundert, warum du einen chinesischen Wachturm hattest. Ja. Natürlich ist der eingenommen. Natürlich. Aber bist ja schon mal ziemlich viel weitergekommen. So, von der Karte her. Ja. So. Sieht prinzipiell auch ganz, ganz gut aus. Ich meine, ich muss ja nur noch bis hier hinkommen. Das ist eigentlich nicht mehr so weit. Aber der ist echt übel, der Typ da oben. Ich meine, so eine Kampagnen-Map ist bestimmt sowieso so lustig, wenn du halt zwei Gegner hast, die du nicht gleichzeitig hast, dann kannst du den hinteren einfach so voll machen mit Gold und so, weil der dich sowieso nicht überrennen kann, weil halt der andere im Weg steht. Dann kannst du das sozusagen so als Buffer benutzen und dann hast du im späteren Verlauf nochmal eine gute Challenge, da überhaupt durchzukommen. Ja. Stimmt. Naja, wenn sie bei, klar, wenn sie nicht im einen Team sind, sich dann halt gegenseitig bekriegen, ne? Naja, die sind schon in seinem Team, also. Achso. Er steht halt einfach im Weg, so dass er nicht halt zu dir kann, so weißt du? Ja, ja. Dann kannst du dem anderen, also dem hinteren, kannst du einfach an seinem Startplatz voll viel geben. Ja. Ne? Und der andere halt hat nicht so viel, deswegen der erste Angriff ist dann nicht so stark. Also der erste Gegner ist nicht so stark, aber der andere halt nochmal eine Challenge. Ja. Ah. Ja. Jupp, jupp. Cool wäre eigentlich solch so ein paar Koop, also Koop-Kampagnen-Spiele quasi. Das wäre mal was. So, jetzt baue ich hier einen Hafen. Das ist so krass. Der hat hier einfach hier einen Hafen gesetzt. Hier! Das ist okay, wenn ich das Ort einmal sehe. Jetzt ist der Delay. Ich glaube, ich hatte hier irgendwie irgendwo in der Nähe eine Wachstube eingenommen und die dann abgerissen, weil da ein Katapult in der Nähe war. Und dann hat er einfach sich hier wieder ausgebreitet und hier einen Hafen hingesetzt. Von der Expedition. Okay. Und jetzt habe ich da einen Hafen, das heißt, das kann er jetzt nicht mehr machen. Aber ich musste jetzt dafür extra nochmal hier eine Wachstube bauen. Nur damit ich das hier einnehmen kann. Ja. Wenn du Bock hast, können wir auch gleich mal weiterspielen, ne? Ja, okay. Ja, ich. Gucken. Ich glaube, das braucht nicht mehr so lange. Ich könnte das auch mal hier mal ein bisschen schneller an. Man kann hier mit V das Spiel ein bisschen schneller machen. Ja. Ah, deswegen, das mache ich jetzt. Ja, ist. Weil ich hab, okay, ich muss sowas noch ein bisschen. Tun. Ein bisschen bauen hier. Da. Ju. Ich mag die Statistik der hergestellten Münzen. Ich habe irgendwann eine zweite
eine zweite Münzprägerei gebaut und es geht so steil nach oben ab dem Zeitpunkt. Ich bin auch der Beste in militärischer Stärke, das heißt, ich müsste ja eigentlich ihn besiegen können. Aber ja, trotzdem. Ich hau ihn mal mit Steinen. Genau, hau ihn mal. Ja, brauchst du da gleich zwei Katapulte? Ja klar, die Katapulte sind halt nicht gut in diesem Spiel. Naja. Aber kriegen denn überhaupt schnell genug Steine? Weil du hattest doch so Probleme mit Steinen. Ich habe 200 Steine jetzt. Okay. Es wird schon, also es wird lange dauern, bis die da sind, weil die sonst wo sind. Wahrscheinlich hier im Hauptquartier. Ja. Nee, da nicht. Irgendwo sind die halt. Ah ja, ich könnte nochmal ein Bergwerk anschließen. Dass ich mehr Steine machen kann nochmal. Ich glaube, ich baue noch ein drittes. Wow. Ja, wie gesagt, das wird doch da nicht wirklich schneller. Wieso, greift halt häufiger gleichzeitig an, sozusagen, weißt du? Ja, aber das macht ja nicht wirklich was aus, oder? Mehr Angriffe heißt mehr Treffer, heißt schneller kaputt. Ja, aber wie gesagt, du wirst doch nicht schnell genug Steine an die Front kriegen. Kommt drauf an, wie das umgesetzt ist, ne? Ich meine, der wird. Die werden halt die Steine dann einfach auf die drei verteilen. Keine Ahnung. Es ist, nur weil es weit weg ist, heißt es ja nicht, dass. Also es, der Delay ist halt nur sehr hoch. Ach so, du wartest mit dem Befeuern so lange, bis die halt voll sind, oder was?